Kaum ein anderer Deutsche hat die Geschichte der Popmusik so hautnah begleitet wie Klaus Voormann. Mit A Sideman's Journey hat er nun sein erstes eigenes Album vorgelegt. Die musikalische Reise eines Begleitmusikers. Dabei trifft er Paul McCartney ebenso wie den ehemaligen Drummer der Beatles, Ringo Starr. Jetzt spielen sie für ihn. Auch Yusuf Islam alias Cat Stevens hat für ihn die Rolle getauscht. Diesmal ist der Mann am Bass der Star. In Berlin geboren, lebt Voormann Anfang der 60er Jahre in Hamburg. Er studiert Grafik und trifft im Kaiserkeller auf der berüchtigten Reeperbahn fünf Musiker aus Liverpool, die Beatles. Sie werden enge Freunde. Auch die Fotografin Astrid Kirchherr gehört zur Clique. 1963 folgt er den Beatles nach London. Anfangs lebt er mit Ringo Starr in einer Wohngemeinschaft, arbeitet als Grafiker und Musiker. 3 Jahre später die große Herausforderung. Klaus Voormann gestaltet das Cover für das Beatles-Album Revolver und erhält hierfür seinen ersten Grammy. Trotz dieses Erfolgs macht Voormann fortan Musik. Er ist Bassist bei Manfred Mann und avanciert in den 70ern zu einem gefragten Studio- und Live-Musiker. Er lebt das Leben eines Rockstars, tourt mit John Lennon und der Plastic Ono Band und vielen anderen. Klaus Voormann zieht in die USA und er ist dabei, wenn Rockgeschichte geschrieben wird. So 1971, als George Harrison zum Konzert für Bangladesch ruft. Am Bass einer, den viele gehört, aber wenige je gesehen haben. Klaus Voormann. Dafür gibt es den 2. Grammy. ...1979 kehrt Voormann nach Deutschland zurück. Er entdeckt die Band Trio und produziert deren Welthit. Da, da, da. Da, da, da. Der Song wird in über 30 Ländern veröffentlicht und verkauft sich mehr als 13 Millionen Mal. Fortan arbeitet Voormann vor allem grafisch und produziert gelegentlich deutsche Musiker. Immer wieder greifen auch die Ex-Beatles auf sein Können zurück. Darüber hinaus engagiert er sich vor der eigenen Haustür. In Bayern am Starnberger See unterstützt er ein Artenschutzprojekt und veredelt hierfür 2008 einen New Beetle im Stil seines legendären Revolver-Covers. Mit seinem Album A Sideman's Journey fördern er und seine Frau Christina zudem ein Trinkwasserprojekt in einem Indianerreservat in Süd-Dakota, USA. Klaus Voormann gilt vielen Musikfans als einer der großen Sidemen der Popgeschichte. Und vielleicht besteht ein Teil seines Talents tatsächlich darin, andere im Rampenlicht glänzen zu lassen. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Klaus Voormann. Was ein großartiges Leben. Lassen Sie uns mal kurz in die Musikgeschichte eintauchen. Ich war noch nicht mal geboren, da waren Sie im Kaiserkeller mit den Beatles. Wie sind Sie denen begegnet, so auf der Straße?